Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Und Leute, was soll ich euch sagen? Es sind Ferien in Nordrhein-Westfalen. Und anstatt gechillt und entspannt zu sein, nein, wir sind wieder mal im Stress. Und es tut mir so leid, ich glaube, wir starten jedes Video so. Aber was soll ich sagen? Es ist nun mal einfach so. Ich glaube, wir sind die chaotischste Familie, die es gibt. Zeit ist für uns immer ein Problem. Die Zeit ist viel zu schnell für uns und wir zu langsam irgendwie. Das war schlau. Das war ein schlauer Satz. Ich habe gesagt, um 40 ist Abfahrt. Wir haben jetzt 48 und wir haben um 10 Uhr den Termin im Nagelstudio. Und wer kommt zu spät? Wir kommen zu spät. Ich liebe doch unser Leben. Das heißt, ich gebe da jetzt schnell Bescheid, dass wir uns um 5 Minuten verspäten. Ja, Zoe und Fiona kommen jetzt auch mit. Ihr werdet sie gleich sehen. Danach geht es für die Mädels weiter in die Stadt. Die wollen so in die Ferien starten. Ich merke, ich rede gerade wieder voll schnell. Das kann ich nachher wieder nicht schneiden. Tja. Schade, ich glaube, ich muss längere Pausen lassen. Das kommt auch ein bisschen emotionaler dann immer. Habe ich gelernt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was macht ihr in den Ferien, Osterferien, in eurem Urlaub, was steht an? Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ferien, schöne Freitage. Genießt die Osterzeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Let's go! Weißt du, was das Krasse ist? Du kommst zu spät und bist noch nicht mal mehr fertig. Wie geht das? Ach so, du filmst, hi. Ich dachte, ich krieg jetzt Anschluss. Ja, kriegst du jetzt auch. Oh, oh. Wie geht das? Ja, Fiona, ich zeige euch kurz Fiona. Fiona musste auch nicht ihre Haare machen. Ist schon mit ihr umgegangen. Fiona musste auch nicht ihre Haare machen. Macht ihr YouTube? Nee, wir machen OnlyFans. Ich glaube, du könntest da reich werden. Na klar. wenn nicht du, wer sonst? Ach ja, ich. Hast du jetzt keinen Highlighter dabei? Doch, habe ich dir doch da reingepackt. Ah nee, den Highlighter habe ich mir gebracht. Ja, was laberst du? Angekommen und sind natürlich zu spät. Und stehen auch noch jetzt gerade im Stau. Können noch nicht mal mehr runterrennen. Toll. Lieben wir. Wisst ihr schon, wie ihr eure Nägel macht? Nein. Wie ihr? Ich? Wie du deine Nägel machst? Nein, was? Ich auch noch nicht. Wir schauen. So, Leute. Jetzt mussten wir Fiona beauftragen, dass sie gerade schnell zum Bäcker geht, weil wir haben heute noch nichts gegessen. Hektisches Video ever wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich meine Nägel mache, so ihr weiß es auch noch nicht. Und 5 Minuten zu spät. Wenn ich eins hasse, ist das Unpünktlichkeit. Es fuck, wirklich, ich hasse Unpünktlichkeit. Guck mal hier, die Gang sitzt komplett. Die Gang komplett am Start. Wir sitzen schon eine ganze Weile, aber es geht jetzt zügig weiter. So und Fiona müssen gleich zum Zug und hoffen, dass alles rechtzeitig klappt. Ich lasse mir heute übrigens so ein paar Blumennägel machen. Ich zeige euch aber gleich das Ergebnis. Fiona war so süß, sie hat uns einfach Essen geholt. Lieben wir doch. So kann man gut arbeiten, ne? So Leute, ich bin jetzt fertig. Ich finde das voll unangenehm, Leute. Aber soll ich schon das Endergebnis zeigen? Das ist mein Ergebnis. Ich finde das sehr schön. Und Mama ist jetzt, sieht man mich? Okay. Mama ist jetzt gleich auch fertig und dann bringen Mama und Mama mich und Fiona in die Stadt. Cool. Gott, Leute, es regnet so sehr. Ne? Meine ganze. Meine Brüste fallen raus. Meine Brüste fallen raus. Scheiße. Okay, angekommen. Ey, ich vergesse wieder mal, dass ich 30 bin. Es gibt das neue Red Bull. Holen wir das jetzt? Okay, alles klar. Mach mich ruhig noch kleiner, als ich schon bin. Danke. Mama und Sydney gesagt. Das ist schwierig wie das Pinke, wir werden das mögen. Okay, also wir haben das grüne Red Bull bekommen. Und lass auf jeden Fall einen Taste-Test machen für TikTok. Ja. Oder testen wir das auch im gleich Auto. So? Im Auto. Ja. Okay, alles klar. Abfahrt zur Kasse und die ist brechenvoll. Wir haben es geholt, bekommen. Es ist brechenvoll in der Stadt. Aber ich habe so das Wetter unterschätzt. Es ist so unfassbar kalt. Ich muss mir gleich schnell irgendwie eine Jacke oder so holen. So Leute, Taste-Test. Wir haben gerade schon für TikTok gefilmt. Deswegen müssen wir leider sagen, wir haben schon probiert. Unsere erste Reaktion seht ihr aber jetzt bei TikTok. Schon, ne? Ist schon ein Vlog online. Wir trinken nochmal, kommen, weil ihr es seid. Sehr gut, Leute. Für Fiona voll die Überwindung, sie mag es leider gar nicht. Run, 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 run! Du musst mir meine Tasche abnehmen. Schnell ist noch Junge, was soll ich machen? Schnell. Ja, jetzt ist grün. Geh, mach zu! Mach Tür zu! Ist doch so dumm, wirklich.
Also, so ihr Mäuse, was soll ich euch sagen? Ich bin in der Stadt angekommen. Ich habe die Mädels gerade eben an der Straße rausgeschmissen, weil Fiona ihre Schlaftasche noch eben bei ihren Eltern abgeben wollte. Kann ich auch verstehen, ist ja voll blöd, damit in der Stadt rumzulaufen. Jetzt geht's für mich ganz schnell in die Stadt. Ich hasse es, alleine in die Stadt zu gehen. Aber manchmal muss es einfach sein. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Die Stadt ist natürlich an einem Samstag brechend voll und ich gehe immer samstags in die Stadt. Also wenn ich in die Stadt gehe, ist es immer brechend voll. Ich hoffe einfach, dass ich alles bekomme, was ich brauche. Und eigentlich brauche ich nichts, aber ich habe das Gefühl, ich brauche was. Wer kennt's nicht? Einmal in die Stadt, will ich meine Ruhe haben, kommen die wieder, weil die mich so sehr lieben. Sorry. Nein, die wollten eigentlich nur wissen, weil ich kaufe so, ich hoffe, mich irgendwas zu entdecken. Ich habe gedacht, ich kaufe jetzt mal bei uns ein Handy, Jungs. Hab ich. Echt? Ja, klar, hat schon zu Hause. iPhone 14 Pro. Ja, natürlich. Ja, natürlich, Fiona. Na, für dich doch alles, für dich hole ich die Sterne vom Himmel. Neuer Tag, neues Glück und es war schon wieder Stress pur. Es wird kein YouTube-Video geben, in dem ich euch nicht sagen werde, dass stressig war. Denn es ist bei uns immer chaotisch und stressig. Wirklich. Es kann nicht sein. Ich weiß nicht, warum, wieso, was wir falsch machen. Aber was war heute der Auslöser? Das dann ist in der Fußball-App und in allem drum und dran. Also was Fußball betrifft, kümmert sich das dann drum. Und gestern habe ich gefragt, wann ist Treffen? Er sagte um 11. Demnach, Leute, ihr wisst, eine Frau plant sich 11 Uhr ein. Ich mache und tu. Ich bin gerade live. Kommt der? Du musst dich beeilen, du hast noch 15 Minuten. Er muss um 9:15 da sein. Und wir hatten 9 Uhr und ich muss eine Stunde fahren. Hatten natürlich, also dann haben wir alles geklärt, sodass Milan von der Mutter vom Verein mitgenommen wurde. Aber so startet man gerne in den Sonntag, Leute. Was soll ich euch sagen? Aber jetzt fahre ich erstmal nach Köln. Nee, ist das in Köln? Nee. Wo ist das denn? Ich habe die Adresse gar nicht, Leute. Moment, ich muss ihm das dann eben schreiben. Ich bin angekommen im Niemandsland gefühlt. Also Leute, hier ist nichts. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Aber ich bin angekommen im Niemandsland. Ich habe mich zweimal verfahren. Ich habe zweimal eine Ausfahrt verpasst. Das ist auch ein Ding. Aber jetzt bin ich da und werde mich dann mal ein bisschen anfeuern. So kalt, es ist so kalt. Es ist gerade Leistungsvergleich, das ist natürlich eine ganz andere Klasse, ne? So ein bisschen zuzugucken. Es sind alle sehr, 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 sehr starke Mannschaften. Aber ich bin Fußballmama durch und durch, ne? Wenn ich Fußball gucke, dann bin ich auch so, ich bin so eine hysterische, unangenehm. Mal schnell einen Kakao geholt, weil es ist wirklich so, so, so kalt. Aber das ist nicht irgendein Kakao, das ist ein Kakao mit guter Laune. Auf euch und auf uns. Es ist eisekalt. Ich bin jetzt im Auto und fahre jetzt wieder nach Hause. Der Milan wird jetzt wieder mit zurückgenommen. Ich konnte wirklich, ich habe für Dustins Kanal für TikTok mitgevloggt. Es ist so kalt, ich spüre meine Hände nicht mehr, nichts mehr. Und wisst ihr, was ich gerade einfach eben schon gemacht habe? Ich habe mich schnell reingesetzt und habe einfach nach Urlauben geguckt, ob ich spontan 2 Tage ans Meer fahre. Da habe ich einfach Bock drauf. So, Abfahrt, Leute. Milan schläft heute bei einem Freund. Meine Mama ist auch bei einer Freundin. Und Zoe? Zoe ist bei Fiona. Zoe ist auch bei einer Freundin. Ich habe vergessen. Papa hat ein Spiel. Genau, ich habe vergessen, mir Haarspray drauf zu tun. Deswegen sind meine Haare gerade sehr wild. Aber Latte. Wir machen es jetzt am Weg. Du cooler. Ja. Zeig mal deine Tasche. So sieht's aus. Sehr. Freunde, guckt euch den Scheiß hier an. Alter Schwede. Also eigentlich habe ich schon mal gedacht, ich bin gut im Tetris spielen. Aber irgendwie habe ich irgendwie keinen Platz mehr. Es fällt auch alles raus hier. Warte. Boah, Film und. So, das hält. Leute, was ist das hier wieder? Wieso habe ich eigentlich schon mal diese Arschlochaufgabe? So, Freunde, guckt euch an, wie es hier hinten aussieht. Ich hoffe, man sieht es. Katastrophal. Ich sag's euch, katastrophal. Aber ich wollte das eigentlich am Samstag schon wegbringen. Hab da aber gar nicht auf die Uhr geguckt und ich habe irgendwie vergessen, dass Samstag ist. Aber da hat der Wirtschaftshof nur bis 1 Uhr auf. Deswegen muss ich das heute machen. Ist ja. Ja, wo fahrt man Urlaub, ne? Für so, genau solche Sachen. Hier neben mir ist auch noch Folie. Ich habe hier auch noch mehr Folie. Muss ich auch gleich noch alles wegpacken. Boah, nervig, ehrlich. Aber ich bringe das jetzt auf jeden Fall weg, weil man konnte sich nirgendwo mehr bewegen. Kompletter Kofferraum ist voll, wie ihr seht.
Also das stand bisher überall im Keller, im Flur, überall stand es. Wird Zeit, dass das wegkommt. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich habe keine Ahnung, ob man das richtig sieht, aber seht ihr, wie ich hier sitze? Ey, guck mal bitte. Mein Knie ist einfach direkt hier am Startknopf. So weit muss ich vorne sitzen. Ich sitze hier einfach wie Selina immer. Ich kann übrigens überhaupt nicht nach hinten gucken. Aber, ey, super, dass unser Auto sowas hat. Das ist Gold wert. Freunde, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein kleines Problem. Guck mal bitte, was hier an Kartons sind und vor allem wie groß. Und ich behaupte, der ist ein bisschen voll. Ich fahre nicht nochmal nach Hause. Wirklich, ich fahre nicht nochmal nach Hause. Ich packe das jetzt da drauf. Ist das ein Spaß, Freunde? Wackelt und hat Luft, ne? So. Jetzt müssen wir die Folien. Machen wir unter dem Arm dran. Ey, ich muss ja sagen, bei mir war ja schon Maximum, ne? Also, ihr habt ja gesehen, wie voll das war. Genau in dem Moment kommt noch einer. Einfach mit so einem Transporter. Und haut die Sachen da einfach komplett oben drauf. Ich habe gedacht, okay, alles klar. Wenn jemand kommt, Entschuldigung, ne, hätte ich gesagt. Ich wusste nicht, ob ich einen Knopf drücken darf oder ob hier nochmal jemand kommt. Aber der, okay, er wirft einfach alles oben drauf, komplett. Also ich würde es nicht wundern, wenn das alles daneben fällt gleich. Aber es ist ja nicht mein Bier, ne? So, Leute, ich weiß, mir stehen meine Haare zu Berge und es stresst mich enorm. Ich gucke nochmal schnell. Aber es ist jetzt so, was soll ich tun? Ich befinde mich gerade im Auto und fahre jetzt Hosen in die Schneiderei bringen. Ich habe nämlich eigentlich immer Hosen, die mir zu lang sind. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch die wichtigste dabei. Nein, ich habe eine vergessen, glaube ich. Ich habe eine Hose vergessen. Die muss ich jetzt noch schnell holen. Und dann, genau, fahre ich Zoe abholen. Und dann... Dann beantrage ich eben mit Zoe ein Ticket für den Zug und für den Bus und genau ein Eis essen. Ich will die Hose einfach nicht. Ich habe aber noch eine andere gefunden. Ich habe noch eine andere gefunden. Ich frage mich jetzt, wo ist die Hose? Wetter, ein Traum. Träumchen. Ich bin wieder vereint mit den Girls. Ich war eben in der Schneiderei, die hatte natürlich zu. Läuft bei mir, aber der Wille war da. Das heißt, ich fahre gleich nochmal darum. Wir fahren jetzt mal eben, oder wir sind jetzt gerade auf dem Weg, hier in der Stadt so ein Ticket zu beantragen für Zoe, damit die mal, damit ich mal aufhören muss, hier rumzufahren. Aber eigentlich würde ich nicht. Hey, ich fahre immer alleine, nur das Problem ist, ich muss Geld bezahlen. Ja, das nimmt Zeit dadurch. Ja, weil bei uns war, ich habe kein Geld mehr zum Shoppen, weil ich ganz einfach zu Bus bezahlen. Muss man mal nicht so viel fahren. Wie glücklich bist du? Sehr, aber ich kann gar nicht gucken. Okay, wie glücklich bist du? Sehr. Sehr gerne. Warte auf deine Bestellung. Hoffnest du? Sind die verschiedene? Ich glaube, ich nehme die. Was hast du denn heute schon warmes gegessen, mein Kind? Ja, noch nicht. Ja, dann isst du mal bitte was warmes. Nachos. Ich nehme Nachos. Ja, ich habe mich jetzt zum Netto gehen können. Ich bin gerade einfach bei Fiona und die haben so eine Eichhörnchen-Auffangstation. Er geht hinter meinen Kopf, kann ja was passieren. Nein. Der fällt nicht runter, Fiona, nein. Wenn der runterfällt. Nein, der fällt. Daddy, nicht. Das Eichhörnchen. Die Nala. Die geht an mein Ohr, die frisst mein Ohrring. Oh mein Gott, Leute, einfach ein Baby-Eichhörnchen, 5 Wochen alt. Ich krieg wieder, ich glaube, ich habe wieder Muttermilch jetzt auch produziert. Hier, den Kopf hier so drin, auch wie süß. Ich glaube, wir lieben uns, das war Liebe auf den ersten Blick. Geht auf den Nackt an meinem Fingernagel. Ich dich auch. Kann ich sein, dass sie Hunger hat? Ja, kann sein. Hallo. Oh, Leute. Ich glaube, ich werde gesperrt wegen zu süß. Ja, Mann. Ich kann noch nicht mehr.
So Leute, wir stehen gerade noch bei Fiona vor der Tür. Aber wir verabschieden uns jetzt. Hiermit endet unser YouTube-Video. Wir wünschen euch eine schöne Woche, schöne Ferien und würden uns freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst, aktiviert die Glocke und wir sagen Peace out.